Wir sind auf dem Jakobsweg, 170 Kilometer, und es hat angefangen. Ich hatte vor einem Jahr an Weihnachten diesen Bibeltext vorgelesen, dass Maria und Josef von Nazareth nach Bethlehem gelaufen sind, hochschwanger, 170 Kilometer. Da habe ich mir gedacht, sind wir jemals schon 170 Kilometer gegangen, gelaufen? Und dann gesagt, was würde geschehen? Wir würden die Weihnachtsgeschichte auch in 170 Kilometer erzählen und das zu fühlen, was Maria und Josef nämlich erlebt haben. Matthäus berichtet die Geschichte von Jesus Christus. Er ist ein Nachkomme Abrahams und Davids. Von Abraham bis zu David sind es 14 Generationen. Auch von David bis zur Verbannung des Volkes nach Babylonien sind es 14 Generationen. Und von dieser Zeit bis zu Christus, dem von Gott erwählten Retter, noch einmal 14. Zur zweiten Folge von Story of Christmas. Wie ihr seht, sind wir jetzt in Portugal angekommen. Genau gesagt sind wir hier in Camina und das Thema von heute heißt Bon Voyage. Ist es nicht krass, dass die Weihnachtsgeschichte beginnt mit einem Stammbaum? Ich meine, das ist überhaupt nicht spektakulär. Ähnlich, da gibt es Namen, das macht keinen Sinn. Wie man die Karten anschaut von unserem Jakobsweg, zum Beispiel Monstera, die Santa Maria, die Oia. Ah ja, Maria, ja, das sagt was. Oia, 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 ein bisschen wie so Spaghetti, was immer. Und dann hier Vigo, das kenne ich noch ein bisschen vielleicht vom Fußball, dann Bayona. Oder Monita di Arribada. Ja, also, spannende Namen, die sagen uns gar nichts. Sagt gar nichts. Und wenn man den Stammbaum liest und denkt, da gibt es Namen, das sagt gar nichts aus. Ich meine, wenn der Messias, der Retter Gottes auf die Welt kommt, dann würde ich doch denken, ein Feuerwerk, eine Geschichte, wo Leute sagen, oh meine Güte, die Fingernägel. Ja, so würdest du auf jeden Fall eine Predigt beginnen. Ja, aber es sind 3x14 Namen aufgelistet. Aber es ist interessant, nämlich die jüdischen Leser haben verstanden, warum kommt ein Stammbaum ganz am Anfang. Warum 3x14 Namen zusammen? Ja, das hat etwas mit dieser Zahl zu tun, weil David, die gesamtmathematische Summe von seinem Namen ist auch 14 und die Juden wussten deshalb, dass es genau aus der Linie von David Jesus gekommen ist. Das heißt, die Zahl 3x14 bedeutet 14, 14, 14, David, 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 mit anderen Worten, weil der Messias kommt aus dem Stamme David und das war für die Juden mega wichtig zu wissen, aha, das ist eine Linie Gottes, aber dann gibt es 4 Frauen, die sind überhaupt nicht spektakulär. Ihr Leben ist alles andere als vorbildlich. Und warum stehen diese Leute da? Eigentlich hätte man diese Frauen aus dem Stammbaum rausgelassen, aber Jesus hat sie reingenommen. Das ist zum Beispiel die Ruth. Die Ruth. Sie ist eine Ausländerin, sie ist ein Flüchtling und sie war ausgestoßen auf dem Feld, wo sie gearbeitet hat. Aber dieses Feld hat sie später besetzt. Oder es ist Tamar, die ist noch früher. Sie hat sich als Prostituierte verkleidet und ihren Schwiegervater so hinters Licht geführt, damit sie zu ihrem Recht kam, weil sie kinderlos war. Dann war noch Bathseba. Krasse Geschichte. Auch eine starke Geschichte. Man weiß nicht so recht, hat sie David verführt oder David sie verführt. Jedenfalls wurde ihr Mann umgebracht. Die beiden haben geheiratet und ist deswegen in den Stammbaum von Jesus. Und eine letzte Frau ist Rahab. Sie ist in der Stadtmauer von Jericho, hat sie ihr Haus gehabt und hat dort als Prostituierte gearbeitet. Frauen mit Geschichten, die man niemals freiwillig in einen Stammbaum einbauen würde. Also ich lese einen Stammbaum, ich höre nur Bahnhof, langweilig, denke, wow, der Messias kommt auf die Welt. Aber ein jüdischer Leser sagt, wow, krass, David, 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 das ist die Linie.
Und dann sind vier Personen da, Frauen, wo das Leben alles andere als vorbildlich ist. Mit anderen Worten, Gott schämt sich nicht über unser Leben. Auch wenn ich es noch so verkacke in meinem Leben und Dinge bewusst oder unbewusst falsch mache, Gott kommt dennoch und trotzdem mit meinem Leben zum Ziel. Das ist doch die Aussage. Ja, das ist die eine Aussage. Und die andere Aussage ist, vielleicht schaust du auf deinen eigenen Stammbaum und der ist auch nicht so rosarot und hellblau. Und du schämst dich vielleicht für deinen Stammbaum, aber es ist nicht das Ende der Geschichte, sondern du hast die Möglichkeit, den Stammbaum weiterzuführen und die Geschichte zu drehen. Jemand hat gesagt, du bist deine Zukunft und es kann wirklich so sein, dass du in deinem Stammbaum hast, vielleicht einen Onkel oder einen Vater, Mutter, was auch immer du sagst, oh meine Güte, ich möchte nicht so sein, nicht so werden, das kann alles sein, aber dennoch schämt sich Gott nicht für den Stammbaum, wo wir reingepflanzt sind. Und Weihnachten bedeutet nichts anderes, dass ich meine Zukunft, den Stammbaum in der Zukunft ändern und prägen kann, weil ich bin die Zukunft und Gott kann ein Wunder in meinem Leben bewirken. So ist es. Und das finde ich so ermutigend. Egal, ob du selber dich schämst für deine Geschichte in dem Stammbaum zu sein oder ob du dich nicht wohlfühlst oder ob dein Stammbaum, wo du zurückschaust, einfach nicht sehenswert ist. Du kannst die Geschichte ändern. Susanne, es ist eben so, mein Vater zum Beispiel war Alkoholiker und ich habe irgendwann gesagt, ja, das ist meine Linie, daraus komme ich. Und ich habe dann irgendwann gesagt, ich bin nicht mein Vater, ich ehre und respektiere ihn natürlich, aber ich bin nicht ein Alkoholiker. Und ich habe da diesen Stammbaum abgeschnitten, habe gesagt, das nehme ich nicht auf mich, sondern ich habe die Möglichkeit, mit diesem Gott im Himmel eine neue Zukunft zu gestalten, weil Gott macht Wunder und das ist Weihnachten. Ich möchte dir sagen, du bist die Zukunft, Gott ist mit dir und du kannst deine Zukunft mit der Hilfe von Gott wirklich prägen und auch verändern. That's good news.